Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Im letzten Part ging es los mit einem neuen Level, nämlich der Innenstadt, und zwar mit Sandy. Bam, 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 mit der wir jetzt hier ein bisschen spielen dürfen. Wuhu! Und zwar hier im Sea Needle sind wir beim letzten Mal angekommen. Ein geheimes Areal, wie es scheint, das wir jetzt noch erkunden dürfen. Weil der eigentlich richtige Weg wäre woanders hingegangen. Deswegen mal gucken. Bam. Mal gucken, was wir hier so alles entdecken können. Da komme ich nicht weiter, okay. Gehen wir erstmal in die Richtung. Aber ich hatte ja, wir sind in der Mitte gestartet und ich hatte ja nur eine einzige Möglichkeit, mich da entlang zu bewegen. Nämlich nur Westen war es, glaube ich. In Richtung Westen. Deswegen hoffe ich, dass ich hier richtig bin. Okay, wer? Ja? Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Aber hier ist ein weiteres Steuerrad gewesen. Ach, das kann sie jetzt gar nicht. Den Schalter kann sie gar nicht aktivieren. Okay, dann soll ich dann hier gar nicht als Sandy sein? Oder wie? Wahrscheinlich sogar nicht, aber jetzt ist es zu spät. Dann werde ich mal trotzdem hier bleiben, habe ich halt keine Abkürzungen. Und ich kann eventuell auch Gegner nicht besiegen. Manche. Aber das dürfte eigentlich alles gehen, weil sie hat ja ein cooles Lasso. Und das Platforming hier wird ein bisschen einfacher, wenn ich noch ihr Lasso benutzen darf. Passt also schon. Okay. So. Ein Ungeziefer weniger. Genau, und wir können hier noch eben viele Steuerräder finden, von denen wir 11 Stück insgesamt finden sollen. Hier komme ich aber nicht mehr weiter. Aber ich habe noch nicht alle von den Gängen geöffnet. Vielleicht sollte ich doch mal zurückkehren und das nochmal als SpongeBob oder Patrick machen. Patrick geht ja, glaube ich, hier nicht. Ich glaube, es geht nur SpongeBob ansonsten. Und noch die Abkürzungen aktivieren. Weil vielleicht kann ich dann in der Mitte irgendwas freischalten oder so. Ich mache das mal gleich kurz. Ich will nochmal nur kurz gucken. Hier in der Richtung kam ich ja nicht weiter. Hier. Ist da einfach nichts? In der Richtung oder wie? Das wäre dann die Südtür. Doch, da muss schon irgendwas sein. Okay, ich verlasse mal kurz und komme hier gleich wieder als SpongeBob her. Hey, Gary! Mau! Mau! Oh, so süß! Bam! Sorry. Ah, da bist du ja, Minion. Jemand hat die Seenadel beschädigt. Okay, ich war wirklich falsch, weil es jetzt sogar ein besonderes Gespräch gibt. Okay. Das ist ja schrecklich. Die Seenadel ist die Wiege der Häkelecke. Ja, genau. Aber noch wichtiger ist, dass es dort Tickies und glänzende Objekte direkt vor den Fenstern gibt. Mr. Krabs, wie können Sie in solchen Situationen an Geld denken? Ganz einfach. Ich mache einfach meinen Kopf frei. Geld. Geld, Geld. Jetzt hör zu, Minion. Du weißt, dass ich dir goldene Pfannenwender gebe, wenn du mir glänzende Objekte bringst. Aber ich versüß dir die Abmachung noch. Wenn du alle Tikis hier bei der Seenadel zerstören kannst, bekommst du einen goldenen Pfannenwender zusätzlich. Warum sollte ich die Tikis zerstören, Mr. Krabs? Weil sie dich ausgelacht und sich über dich lustig gemacht haben. Was haben sie denn gesagt? Du weißt schon, SpongeBob, Schlammklotz. Das ist nicht sehr lustig. Nein, und sie sagten, deine Mama sei hässlich. Hässlich? In Ordnung, Mr. Krabs, ich werde sie zerstören. Wir haben eine Abmachung. Ach ja. Wunderschön. Okay, so jetzt haben wir auch wirklich einen richtigen... Stand die ganze Zeit da? Nee, die stand vorhin nicht da. Oder? Ich glaube, die stand nicht da. Vielleicht auch doch. Ah, ich kann nämlich hier Bungee springen. Okay, das erklärt einiges. Und ich muss alle von denen jetzt eben zerstören. Hä, aber die Bushaltestelle war gerade nicht da, Leute. Ich habe die nicht gesehen. Jetzt komme ich mir ein bisschen blöd vor. Ich werde mir das nochmal im Video dann angucken. Ich hoffe, dass sie wirklich nicht da war, weil sonst wäre das ein bisschen peinlich. Wenn ich jetzt extra den ganzen Weg zurückgelaufen bin, für nichts und wieder nichts. Aber gut. So. Ja, wie komme ich denn so tief? Warte mal. So. Ah. Okay, einer noch. Gleich haben wir es. Die anderen Punkte werde ich mal auslassen. Bin ich jetzt zu faul? Nächstes Mal doch alle. Okay, perfekt. Dann haben wir es. Passt. Bam. Der Soundeffekt. Zumindest auf der Seite. Haben wir es. Da hinten kommt auch SpongeBob nicht weiter, ja. Das war ja klar. Ich meine, Sandy kann ja sogar noch weiter springen als SpongeBob.
Ah, vielleicht kann ich dann... Ich hasse das an den Gegnern. Vielleicht kann ich da gleich irgendwas aktivieren. Sodass ich da dann doch noch entlang kommen kann. Ach, komm jetzt. Alter, wie ich bei denen einfach immer einmal getroffen werde. Ich hasse das. So, perfekt. Aber ich aktiviere auch dann die Abkürzung. Wie eine Frühlingsbrise. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück. So, hui. Solange es keine... Doch, jetzt gibt es nämlich auch Gegner quasi. Also auch die Explosiven. Irgendwie sind die Sounds gerade komisch. Aber okay. Wihihi. Aber es funktioniert bei den TNT-Tickies, sag ich mal. Tatsächlich, wenn ich... Fuck. Wenn ich die einfach nur berühre, dass ich sie dann aktivieren kann. Ohne aber... dass ich mit ihnen hochgejagt werde. Okay, am höchsten Punkt immer springen. Dann kommt man auch wirklich ganz tief. Whee! Okay, aber jetzt passt's. Bam! So, dann noch hier entlang. Ich hab keine Höhenangst. Ich hab keine Höhenangst. Ja, das ist ziemlich tief. Okay. Und das müsste dann eigentlich schon der letzte Ort sein. Aber ich frage mich, warum... Wie ein neuer Schwamm. Ich dann nicht in den Süden kann. Irgendwie. Aber kann ich da durchgucken? Ja, da ist aber nichts. Hm. Ja, vielleicht wird die Tür auch dann geöffnet, wenn ich das hier gemacht habe oder so. Erstmal das ultimative Randaliererlebnis. Randaliererlebnis. So. Boing. Erstmal die hier. Ich glaube, den habe ich schon getroffen sogar. Genau. Boing. Und hier. Und hier gleich. Perfekt. Und den einen trage ich wieder hoch. Habe ich jetzt gleich einige erwischt. Sehr schön. Den glaube ich auch. Ja, genau. Dann da unten noch. Den da. Ja, das war kein Treffer leider. Ich mache mal jetzt schon am höchsten Punkt wieder. Jetzt habe ich wieder gar keinen getroffen. Oder habe ich doch? Nee, habe ich nicht, ne? Passt schon. Ist aber auch nicht so ein... Oder habe ich jetzt alle getroffen auf einmal? Ich glaube schon, ja. Nee, gar nicht wahr. Es sind immer noch welche da. Das ist aber gar nicht so einfach, weil halt auch diese Steintickies im Weg sind, die ich ja nicht kaputt machen kann. Ich muss also den untersten irgendwie treffen, damit die alle dann nach unten fallen. Na komm! Ist echt nicht so einfach. Vor allem die spawnen leider immer, wenn ich wieder oben bin. Deswegen kann ich nicht so einfach wissen, wo sie sind. Ich muss dann abschätzen, wo sie sein werden. Was nicht so ganz cool ist. Okay, passt. So, das dürften alle gewesen sein. Bam! Wir fragen mal kurz bei Mr. Krabs nach. Aber ich glaube, das waren alle. Gute Arbeit, Minion. Hier ist der goldene Pfannenwender, genau wie versprochen. Yeah, wunderschön. So, und was hat es jetzt aber mit der Südtür auf sich? Weil die machen doch nicht extra eine Südtür hin, wenn ich dann da nicht durchgehen kann. Das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Ich meine, ich bin ja jetzt hier anscheinend erstmal fertig. War die wirklich vorhin auch schon da? Ich kann mal versuchen, ob ich damit Sandy nicht doch einfach irgendwie hinschampen kann oder so. Glaube ich zwar eigentlich nicht. Aber ich guck mal, wie weit ich komme. Dann kann ich zumindest noch entdecken, ob da vielleicht irgendwas ist oder nicht. Ja, da oben ist so eine Lampe. Da ist der Durchgang. Ich komme da sogar fast hin. Hui. Hm. Aber das scheint wirklich nur die Tür einfach einzeln zu sein. Ich versuch's mal von der anderen Seite auch noch gleich. Eichhörnchen-Power! Ja, wunderschöner Spruch auch. So, also hier von der Ostseite diesmal. Vielleicht ist da der Weg nicht ganz so weit. Weil Sandy kommt schon... Sandy kommt schon sehr, sehr weit. Ja. Ich kann auch gerade so nicht erkennen, ob in dem Gang, der dann zur Südtür führt, ob da noch vielleicht irgendwas ist. Hm. Ich will noch kurz eine Sache testen. Kann ich mich da oben an diesem Block da festhalten? Also mit dem Lasso hinziehen. Ne, das sieht ein bisschen so aus, finde ich. Aber es geht nicht. Ich bin irgendwie da. Yes. Und da ist eine Socke. Niemals mit Texas an. Und noch viele Punkte. Muss ich wirklich Patricks Socken mitnehmen? Verdammt anständig, dass die Schalter alle groß und rot sind.
Und der Schalter ist an der Wand und nicht am Boden. Also ich sollte schon mit Sandy hier hin. Das war jetzt trotzdem ein bisschen komisch irgendwie, weil ich da so ganz am Rand gestanden bin. Aber es hat funktioniert. Wir haben eine Socke erhalten. Sehr gut. Jetzt dürften wir wirklich alles hier bei der Sea Needle gemacht haben. Okay, gut. Whee! So, aber jetzt, nachdem wir das Sea Needle abgeschlossen haben, geht es dann wirklich hier weiter auf den Dächern. Da will ich auf jeden Fall auch als Sandy spielen. Hey Larry, was geht ab? Sandy, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe. Mein Fernsehempfang ist in letzter Zeit so schlecht. Ich brauche jemanden, der meine alte Antenne gegen diese glänzende neue hier austauscht. Ja, diese Antenne glänzt mehr als eine 3-Dollar-Note. Und warum tauschst du sie nicht selbst aus? Weil ich nicht wirklich gut springen kann. Und? Was hat Springen damit zu tun? Naja, die alte Antenne ist da oben. Wuh, das ist ja höher als ein Glas Texas-Eistee. Die Roboter haben das Gebäude abgeriegelt und ich beherrsche diese schicken Sprünge nicht, die du und SpongeBob könnt, um über die Abgründe zu kommen. Das Einzige, was ich kann, ist meine Muskeln spielen lassen. Willst du mal sehen? Deine Ärmchen sind aber ziemlich dünn, will ich mal anmerken. Ja, toll. Und was machst du mit der alten Antenne? Ach die? Wenn du sie gegen die neue austauschst, gehört sie dir. Tja, ich habe in meiner Baumkuppel auch schlechten Empfang. Okay, Larry, abgemacht. Okay. Bam, bam. Erstmal Abkürzung. Die habe ich jetzt automatisch dabei, oder? Denke ich mal. Denke schon. Da oben ist sogar auch eine Kiste. Hier komme ich wieder zurück. Ja. Ja, da oben komme ich ja auch irgendwie hin. Anscheinend. Okay, hier kann ich wechseln. Kann ich nicht irgendwie von hier aus? Nee. Da hochspringen. Okay, halt. Hier muss ich aber kurz wechseln zu SpongeBob. So. Das ist eventuell irgendwas für ihn, hier an der Stelle. Mit dem Schalter komme ich dann vielleicht da nach oben irgendwie hin. Manchmal Bam. Ist es total befriedigend, einfach einen Knopf ja. zu drücken. Drück, 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 ah, verdammt, drück. Geradeaus. Okay, Moment. Whee! Klasse. Ist da oben jetzt nicht auch noch was gewesen gerade? Ja doch, die Abkürzungskiste halt, genau, aber hier ist nichts mehr. Okay, aber ich will eigentlich jetzt gleich wieder zu Sandy wechseln, ehrlich gesagt, weil sie im Springen besser ist. Achso, das bleibt... Okay, das geht wieder weg, wenn ich zu Sandy wechsle. Das muss SpongeBob machen. Oder war das einfach auf Zeit? Ich glaube, das muss SpongeBob machen. Ja, weil mit Sandy, da kommt vielleicht gleich so eine kleine Platforming-Passage eben. Und mit Sandy wäre das halt ein bisschen zu einfach, weil die halt vielleicht auf SpongeBob ausgelegt ist. Oder auch nicht. Ah doch, okay. Genau, ich dachte jetzt darüber müsste ich. Aber hier für die Socke ist das. Patrick sollte mal wieder waschen. Ich glaube, da hoch zum Beispiel kann ich gar nicht. Ich glaube, da ist nichts. Okay, gut. Whee! Dann dürfen wir hier erstmal am Anfang direkt alles haben. Also jetzt gleich wird es auf jeden Fall Sandy machen müssen. Weil SpongeBob kann zwar auch besser springen als Larry, aber Sandy kann auf jeden Fall am besten springen. Also ich mag wirklich sogar ihr Moveset von den dreien jetzt am liebsten, würde ich fast sagen. Einfach nur halt wegen dem Salto-Move hier, der ist schon ziemlich nice, dass sie da einfach so ein bisschen schweben kann. Das gefällt mir sehr. Und deswegen mit ihr spiele ich da sogar wirklich am besten. Sie ist halt auch neu und cool, weil ich sie halt aus dem Spiel zum Film nicht kenne, weil sie da nicht spielbar war. Das war ziemlich brutal. Okay. Kann ich sogar? Ah, dann nehme ich Schaden, okay. Eventuell muss ich die zurückwerfen. Oder so, warte mal. Also mit dem Lasso treffen kann ich sie nicht. Vielleicht muss ich auch einfach hier rüber und ihn aus der Nähe besiegen. Und ich kann ihn gar nicht hier auf die Entfernung angreifen. Das kann auch sein. Das sind nur Punkte, glaube ich. Okay, gehen wir gleich mal weiter. So. Hi. Du Arsch! Aber ja, ich soll einfach nah hingehen. Und ihn dann bekämpfen. Okay, habe ich jetzt auch verstanden. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Mir wird schon beim Zugucken schwindelig. Aber jetzt habe ich natürlich schon ein bisschen Schaden hier genommen. Muss ein bisschen aufpassen jetzt. Ah, da ist auch wieder ein Steuerrad. Nein, nicht den doch. Sandy ist hier doch. Texas ab. Autsch. Aber jetzt habe ich doch keinen Schaden genommen. Schon besser. Vielleicht war ich doch einfach gerade zu nah dran. Und ich kann die schon auf die Entfernung angreifen. Das würde ja ansonsten noch irgendwie keinen Sinn machen. Wenn ich weit genug wegstehe. Kawabunga!
Kawabanga! Kann ich also die TNT-Kisten da schon treffen? Okay, alles klar. Nimm weg. Das! Ein Ungeziefer weniger! Bam! Okay, und auch wieder Unterhose. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Auch wenn sich Sandy nicht gerade drüber freut. Muss trotzdem sein. Okay, hier geht's weiter. Aber ich will nur gucken, ob hier irgendwo Secrets sind. Weil hier könnten ja überall welche sein. So. Hui. Wie gesagt, schlimm wäre es nicht, wenn ich was verpassen würde, weil ich sowieso nochmal später dann... Ach komm. Später alles nachholen werde. Aber... Ach komm schon, Mann. Seilsport, um in Schwung zu kommen. Aber die Sachen, die ich jetzt schon finde, will ich natürlich auch gleich mitnehmen. Ah, habe ich 2000? Wo kann ich es nochmal sehen? Wenn ich gleich welche einsammle. Wartet. Hier komme ich gar nicht hoch. Okay, ich muss da hin. Dann sehe ich es eh gleich. Ja, wir haben aber beim letzten Mal erst 2100 ausgegeben. Habe ich aber trotzdem. Ich mach mal auf jeden Fall, ja. Tidim! Oh, bam. Oh Gott. Na komm, machen wir. Das scheint jetzt kein neues Areal zu sein. Einfach nur eine kleine Herausforderung. Wo ich dann vielleicht einen Pfannenwender bekomme oder so. Wenn ich das auf Zeit schaffe. Oh Gott, aber das... Nein, nicht da... Oh, das war jetzt fies. Weil die Anvisierung, die automatische, ist manchmal ein bisschen doof. Mach... Na, komm, 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 komm. Yes. Hiya! Achso, führt die Teleportbox wieder dahin zurück, wo ich gerade eben war? Ja, okay, nice. Alles klar. Dann haben wir hier gleich den nächsten Pfannenwender bekommen. War auch ein bisschen teuer und auch nicht so einfach. Aber hat sich trotzdem gelohnt, würde ich sagen. Immer noch billiger als bei Mr. Krabs. So, bam. Genau, das geht, ja. Aber die Explosionsreichweite ist halt sehr, sehr groß und ich darf die nicht unterschätzen. Gut. So, Gegner. Schwirre ab, du lästiges Ding. Okay, aber also der Kampf mit ihr ist... Das ist aber schön. Ist ein bisschen komplizierter, finde ich, als mit SpongeBob oder Patrick. Ich glaube, sie ist schon besser an sich im Kampf. Aber es ist auch komplizierter, weil sie eben ihren Lasso... Na komm, kann ich gegen die gar nicht machen, anscheinend. Weil sie halt ihren Lasso-Move auch noch hat. Und das ist halt eine coole Fernattacke, aber das dauert ein bisschen, bis der rauskommt. Und auch kurz danach ist sie noch ein bisschen anfällig. Komm ich da hin? Deswegen ist es nicht ganz so einfach, den zu benutzen, wie jetzt bei SpongeBob oder Patrick, die halt einfach nur draufhauen. Aber an sich ist Sandy, glaube ich, im Kampf schon besser. Sogar ihr von hier aus. Oder da oben komme ich auch nochmal hin, von da oben aus dann auf jeden Fall. Okay, machen wir es dann da. Da komme ich aber nicht hoch. Erstmal hier weiter, okay. Ist aber gar nicht so einfach, hier den Aufbau zu checken, weil das ist schon eigentlich relativ linear. Ja, ich weiß schon. Relativ linear bisher alles. Tschüss. So ein paar Abzweigungen gibt es halt für dann Pfannenwender. Aber an sich ist es das Level, oder das über den Dächern hier, nicht ganz so offen. Wie zum Beispiel jetzt die Quallenfelder. Oh Gott. Aber es ist teilweise gar nicht so leicht eben zu erkennen. Ach komm, gar nicht so leicht zu erkennen, wo man eigentlich als nächstes hin muss. Aber werde ich schon hinkriegen. Und genau, die Kämpfe gegen die Handschuhe nämlich sind nicht so einfach, finde ich, mit ihr. Weil es dauert wirklich ein bisschen, bis sie ihr Lasso rausbekommt. Und wenn ich da... Und die sind relativ schnell, die sind ungefähr genauso schnell wie ich, glaube ich, die Handschuhe. Und deswegen kann ich vor denen nicht wirklich wegrennen oder so. Das ist dann echt gar nicht so einfach. Boing. 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 Yeah, und Checkpoint. Okay, nice. Jetzt gleich dürfte ich wahrscheinlich kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. An die eine Stelle hinkommen, die ich gerade eben schon erwähnt habe, von der aus wieder zu der Socke hinkommen. Mal schauen. So, erstmal den wieder. So, wenn man weiß, dass man einfach nah rangehen muss gegen den, dann ist er auf jeden Fall kein Problem. Geh erstmal hier weiter, weil hier soll ich, glaube ich, weiter. Das schön ausnutzen, dass die Wippe hier auf der anderen Seite höher ist. Okay, aber wäre auch so gegangen. Musste man jetzt nicht unbedingt machen. Genau, ich bin jetzt schon an der Stelle. Ist nicht irgendwie... Wirkt es nicht so, als soll ich da jetzt hin? Ich mach's trotzdem. Wie, wenn da jetzt eine unsichtbare Wand im Weg ist. Oder so. Okay, passt. Tja, Patrick wird sich wohl darüber freuen. Wo komme ich da jetzt hin? Wahrscheinlich woanders, oder? Ja, weil... Das hätte mich eigentlich zurückgeschickt. Also eigentlich hätte ich da erst von hier... Na, fuck. Eigentlich hätte ich da erst von hier aus hingehen sollen. Okay, schon besser.
Nee. Ach, da komme ich sogar regulär hin. Und dann geht's da oben weiter. Okay. Da muss ich jetzt nochmal den Weg zurücklatschen. weil ich jetzt ein bisschen was verpasst habe. Aber ich glaube nicht viel. Ja, sogar wirklich gar nicht viel. Aber ich mach's noch trotzdem kurz. Fuck. Diese blöden Handschuhe, ey, das sind echt keine so einfachen Gegner für Sandy. Aufpassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. SpongeBob oder Patrick haben da keine Probleme mit denen. Aber Sandy schon eher. Bam. Tschüss. Und tschüss. Genau, und da drüben waren wir ja gerade. Ich könnte mir noch ein paar Punkte aber mitnehmen. Ah, aber da ist noch ein Zahnrad. Oder ein Steuerrad, meine ich. Das will ich auf jeden Fall haben. Das ist klar. Die anderen Punkte werde ich mal sein lassen. Aber genau, von hier aus bin ich gerade rübergesprungen. Okay. Dann habe ich den Aufbau wieder verstanden. Und passt alles. Jetzt kurz hier nach oben. Dann nochmal die Rutschpartie über das Rohr. Und wir haben sogar jetzt schon wirklich fast alle Steuerräder. Also arg viel kommt in dem Level, glaube ich, schon gar nicht mehr. So. Das war nur ein sehr kurzer Musikwechsel. Aber okay. Gut, aber dann würde ich eigentlich auch sagen, Leute, war es hier für diesen Part von Let's Play SpongeBob Schwammkopf, Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Beim nächsten Mal wird es dann hier noch auf den Hausdächern weitergehen. Zwei Zahnräder fehlen uns, wie gesagt, noch. Die dürfen wir beim nächsten Mal dann bekommen, denke ich mal. Und so viele Pfannenwender fehlen eigentlich auch schon gar nicht mehr. Und Socken haben wir auch schon einige. Also vielleicht wird der nächste Part sogar schon der letzte, erstmal zumindest hier in diesem Level. Aber mal gucken. Ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr Action mit Sandy. Ich finde sie echt cool. Okay, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.